Ja, moin, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 24. Ja, damit ist die Winterpause vorbei und wir haben jetzt demnächst ein Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns da schlagen werden. Die stehen ja zurzeit auf Platz 12 nach 16 Spielen mit 20 Punkten. Genau. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Ich bin ja mal gespannt. Der Amiri, der ist ja gegangen. Na, das ist schon mal das Gute. Ansonsten, ja, haben wir keine Angebote für irgendjemanden. Also, den wir abgeben würden. Doch Moritz Heier, ne? Genau, da hatten wir ja auch ein Angebot bekommen. Irgendwie eine Laie. Transfereinnahmen. Bei 37 Millionen. So, Kiel möchte auch den Haier ausleihen. Ja, von mir aus. Also, Vertrag hat er eh nicht bei uns. Kann man annehmen. Ist okay. Stammspieler. Kann er ruhig machen. So, Blomeyer als Leihkoordinator. Nach Sturm Graz. Benisch ist zufrieden mit den eingehaltenen Versprechen. Ja. Warum sollen wir das aber jetzt nicht einhalten, ne? So, acht neue Nachrichten. Genau. Den hatten wir ja auch so ein bisschen im Blick. Na, wie gesagt, also hat richtig gute Werte. Okay, passen neun. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, 250.000 auf der Transfersliste. Spielt auch nicht so wirklich. Läuft auch in 5 Minuten, von 5 Monaten aus der Vertrag. Das heißt, der wäre ablösefrei zu haben. Ja, muss man halt gucken, ne? Wie gesagt, 20 Jahre alt. Weiß nicht. Vielleicht erstmal einer für die zweite und dann, wenn er sich dort verbessert, vielleicht. Ne? Muss man halt gucken. Der wäre auch richtig, eigentlich ganz nice als linker Verteidiger. Rotationsspieler ist er zurzeit da, aber wie gesagt, das ist ein guter Spieler eigentlich, ne? Ecken kann er schlagen, Flanken 11, ja. Hat auch schon einige Spiele gemacht, zwar nur eine Vorlage, aber ne. Werfer wäre schon mal eine gute Alternative eigentlich. Durchschnittlicher Spieler für die Bundesliga, guter Spieler für die zweite Bundesliga. Aber wie gesagt, von den Werten her, ja. Kann man sagen, why not, ne? Sprunghöhe ist gut, Kopfballtechnik hat er auch, ne? Der hat alles. Abschluss 10, Weitschüsse 10, okay, Führungsqualitäten, Flair, ne, aber sonst, ja, ist alles in einem guten Bereich, ne? Ja, ist halt die Frage, wie viel die haben wollen für den. Ne? Wir haben 16 Millionen auf dem Konto, sehe ich gerade, Transferbudget, also ist schon ordentlich. Ne? Von daher könnten wir uns den leisten. Und da spielt er auch eine Menge eigentlich, ne? Ja. Weil wir brauchen eigentlich für links noch einen. Breinberg, ja, der wird sowieso uns verlassen. Na, außer wir zahlen 15 Millionen, was wir eigentlich machen könnten. Ja. Weil wir haben 16 Millionen. Nächste Saison 0 Euro, ja, als ob, ey. Als ob wir dann 0 Euro haben. Da wäre echt ein Ding an, wenn das wirklich so sein sollte. Aber gut. Können wir auf jeden Fall mal weiter gucken. Leihangebot für Harz. Ist halt nur die Frage, da macht ja nur Sinn, die Leihe, wenn er auch seinen Vertrag verlängert, ne? Dann okay. Ja, Breinberg fällt auch aus, 1 bis 3 Tage. Gondre auch, 1 bis 3 Tage. Ja, super. Jetzt erleiden sie alle eine Krankheit. Ja, Arzt, 6 bis 8 Tage. Ja. Das ist natürlich nicht so gut, ne? So, hier machen wir normale Intensität.
Da draußen ist richtig stürmisch gerade. Weiß nicht, vielleicht hört man das. Da Platschen am Fenster. So, was haben wir denn hier alles? So, das ist halb. Hier machen wir normal. Halb. Okay. Polzer ist schon halb, normal. Bialek auch halb. Ja, die anderen sind halt ein bisschen krank, ne? Aber zum Glück nicht allzu lange. Haben sie sich angesteckt gegenseitig anscheinend. So, der nimmt wieder leichtes Training auf. Der Gondre auf. Franz bestätigt Wechsel zum Darmstadt. Okay. Abschiedsworte. Ja. Dann ist er auch weg. Kriegen wir ein bisschen Geld noch rein. So, genau der Wechsel. Laie von Gradmacher. Ja, Rotationsspieler, ne? Honorar schon wieder krank. Krass, der von Lommel SK. Ja, wäre auch ein guter, ne? Aber 23 Millionen, ne? Bin jetzt nicht gerade so in der Gasse. Was haben wir denn hier noch überhaupt? Ach ja, wegen Harz, ne? So. Ja, wie gesagt, solange wieder sein Vertrag nicht verlängert, dann mache ich auch kein Dings. Ey. Clemens erleidet Krankheit. Ja, super, der nächste. Super, super. Ja, Krankheit geht rum, ne? Eieieiei. Gucken wir uns das Spektakel gleich mal an. Mal gucken, wer gleich alles spielt. So, Lecce macht Angebot für David Nemeth. Ach so. Ich dachte jetzt unser Nemeth, den Stürmer. So, ist noch nicht bei 100%. Der Raab sollte im Auge behalten werden. Die anderen können spielen alle? Nee, wollte schon sagen. Boah, Mai und Clemens fallen aus. Boah. Ja, da wird jetzt lustig. Dann machen wir auf jeden Fall den Buchmann rein. Und als Innenverteidiger machen wir dann den Schulz, ne? Oder nie, ja, machen wir den Schulz. Ja, und der Nihus kommt dann da rein. Ja, das ist natürlich richtig bitter jetzt, ne? Ja. Ja. Der ist bei der, warum steht der bei der U19 zur Verfügung? Verstehe ich nicht. Wer hat das gesagt? Also ich nicht. So, Bialek kommt auf jeden Fall mit. Ja, ansonsten. Gondre kann spielen. Wird das auch machen. Dann der Ernst ist im Tor sowieso. Ansonsten der Bene spielt. Links spielt der Feray. Rechts der Honorar ist ja draußen. Da ist der Schuli noch spielt. Rodriguez im Sturm, ja. Reis kommt noch für Samaseko rein und dann war's das. So, dann wollen wir mal zur Partie, ne? Tiefere Pressinglinie, ja komm, machen wir mal. So, Schulz, wie gesagt, der war die ganze Zeit nicht in der Innenverteidigung, deswegen wird er wahrscheinlich Probleme haben. Aber muss er leider ran. Na. Weil sonst haben wir keine Alternative.
in der Innenverteidigung. Dann sind wir mal gespannt, was wir gegen Leverkusen reißen werden. So, let's go. So, Chulinov jetzt erstmal. Ah, gut gedreht. Ah, Ballverlust. Schade. Aber jetzt vielleicht mal Blomberg. Reis, Ferei. Ah, abgeblockt, Eckball. Oh, Leverkusen jetzt. Lino, Ta. Palacios, Lino. Immer noch. Palacios, schick. Aber gut gehalten von Ernst. So, Xhaka jetzt mit dem Eckball für Leverkusen. Ah, weggeköpft, noch nicht ganz. Ah, Gondre, sehr gut gemacht. Palacios kriegt die gelbe Karte. So, gelbe Karte für Tapsoba. Sonst passiert gerade nicht so viel. Jetzt Einwurf für Leverkusen. Ja, sehr gut. Ja, Ferei. Er verliert direkt wieder den Ball. Reis. Palacios abgeblockt. Und Eckball. Ja, sehr gut. Leverkusen wieder. Gut gehalten. Gibt nochmal Eckball. Ja, wieder gehalten, der Ernst. Also der Ernst, der hält die Null noch fest. So, Leverkusen jetzt wieder. Wann kommen wir denn mal? Bis jetzt kommt nur dauerhaft Leverkusen. Kriege eine Chance nach der anderen. Wir kriegen da wirklich nicht so viel. So, 2 Minuten Nachspielzeit, dann ist Halbzeit. Ja, mit einem 0-0 gehen wir in die Kabine. Gucken, wie die zweite Hälfte aussieht. Vielleicht kommen wir da mal ein bisschen mehr ran. Schauen wir mal. Ja, sehr gut. Holen Sie sich den Ball wieder. Ja, aber Leverkusen ist wieder am Drücker, schick, aber... Er stand im Abseits. So, jetzt vielleicht mal Benisch. Rodriguez. Ah, Latte. Schade. War auf jeden Fall eine gute Chance von Rodriguez.
Aber leider an die Latte geköpft. Schade. Hätte vielleicht was werden können. So, gelbe Karte für Chaka. So, jetzt gibt es erstmal Eckball für Leverkusen. Velasco. Torabstoß. So, wir wechseln mal aus, würde ich sagen. 6,5. Der Schulz, der Nihuis. Ja, die bleiben aber jetzt drin. Darko Chulinov. Ich würde sagen, da kommt mal für Benisch rein. Und Quanzara kommt mal für Rodriguez rein. Aber als pressender Stürmer dann. Genau. So machen wir es. So, 76. Ich würde sagen, Oliveira kommt rein für Gondry. Und Samaseko für Reis. Vielleicht können die noch was reißen. Wir können ja den Bialek mal reinpacken. Aber als äußerer Zielspieler vielleicht. So, da mal jetzt mit dem Freistoß. Oh, schade. So, da mal jetzt. Sehr schön auf Perei. Samaseko, Samaseko. Schade. Eckball. So, da mal führt den aus. Schade. Schulz. Da mal, Samaseko, da mal. Ah, schade, abgeblockt. Das gibt nochmal Eckball. Aber jetzt kommen die mehr zu Chancen, muss man sagen. Oh, da ist das 0:1. Julian Nihuis, jawohl, Vorlage Dama. Sehr schön, geht doch. Auf das Tor haben wir die ganze Zeit gewartet. Sehr schöner Eckball und Nihuis kommt reingespurtet und macht das 1:0. Sehr schön. So, wie lange gibt es Nachspielzeit? 4 Minuten. Ja, das heißt, Leverkusen kann auf jeden Fall noch den Ausgleich machen. Oh gut, der Schiedsrichter pfeift nicht. Ja. Einwurf. Nochmal Kusunu, Palacios, Abadama. Ja. Ah, verliert wieder den Ball. Muss erstmal reinkommen, ne? Kusunu, Boniface. Boah, 1:1. Oder? Hat der VAR was zu melden? Vielleicht ein Abseits? Tor aberkannt, jawohl. Das heißt, wir bleiben mit 0:1 in der Führung. War Abseits, sehr gut. So, wir haben jetzt nochmal Einwurf. Ah, Bialek kriegt den nicht da so weg. So, Blindberg jetzt. Vielleicht nochmal eine Chance. Ne, der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen das Spiel mit 0:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, nochmal eng geworden. Da mal mit der Vorlage, also ein guter Einstand direkt. Eingewechselt und macht die Torvorlage. So wollen wir das doch sehen. Außerdem, Gladbach spielt 1:1 gegen Hoffenheim. Mainz gewinnt 1:0 gegen Köln. Freiburg gewinnt 2:0 gegen Bremen. Stuttgart verliert 0:1 gegen Leipzig. Und Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen
Heidenheim. Unser nächster Gegner ist VfB Stuttgart. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da machen werden. So, unsere zweite hat auch ein Testspiel. Frankfurt gewinnt 3-0 gegen Dortmund. So, unsere zweite verliert 2-3 gegen Kiel im Testspiel. So, Dahmer feiert sein Debüt und auch direkt mit einer Torvorlage. Micke Brenzisch hat sogar gespielt. Dietz beim 0-0-Testspiel. 8 Minuten hat er gespielt. Königsdorf hat 90 Minuten gespielt bei Heidenheim gegen Wolfsburg. So, Hoseni. Der spielt immer. So, Xepi. Schlüsselspieler. Hat Vertrag bis 27, ne? FK Trnava. Naja, steht aber nichts mit Spielen, ne? So, Hannover bietet Gradmacher-Vertrag an. Normalerweise würde ich den auch gerne halten, ne, für die zweite. Aber, ja, soll ich machen, ne? Ist halt so. So. Boah. Bin ich froh, wenn ich wieder gesund bin. Ja, der Haier geht auf jeden Fall nach Dings. Nach Kiel. Okay. Ja, der, wie gesagt, der Kratenmacher, ne? Der hat einen Vertrag angeboten bekommen. Jetzt bei, hier sag mal schnell, bei Hannover. Tolles Talent ist der. Ah, brauchen tun wir den jetzt nicht wirklich, ne? Von daher. So, Schalke muss gegen Union Berlin, Bayern München gegen Augsburg. So, Kran hat gespielt, 27 Minuten und hat dabei eine Torvorlage gemacht. Auch schön. Ja, Schalke gewinnt 2-1 gegen Union Berlin. Bayern München gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Schalke ist damit jetzt auf Platz 15. Wer spielt denn da überhaupt? Da können wir ja mal ganz kurz gucken, wer so da spielt. Oh, guck mal, Union Berlin. Keuter, Mörkin, Philipp, Kohl, Seguin, Demme, Baumgartl, David, Zevojk, Becker. Wahrscheinlich der Vitali, ne? Ja. Und im Tor der Röno, wollte ich schon sagen, Müller. Das ist eine sehr junge Mannschaft auf jeden Fall, ne? Und gegen die spielen wir auch demnächst. Nach Stuttgart spielen wir gegen die. Da bin ich auch mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. So, Mai nimmt wieder volles, leichtes Training auf. Sehr gut. So, dann gucken wir mal hier. Normal, halb ist okay. Schulz, halb. Buchmann, halb. Na, ja, doppelt. Das sind die, die halt lange gespielt haben, ne? Deswegen. Aber gut, liebe Leute, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Letztes Spiel haben wir trotzdem mit Wusel nur 1-0 gewonnen. Ne? Obwohl da, sagen wir mal, Leverkusen richtig am Drücker war. Die waren richtig stark. Also, man hätte auch da locker verlieren können, ne? So viele Chancen, wie die hatten. Aber am Ende haben wir gewonnen. Das ist das, was zählt. Ne? Wer die Tore macht, gewinnt auch das Spiel. Von daher. Ne? In der nächsten Folge spielen wir dann gegen
VfB Stuttgart. Mal gucken, ob wir da weiter gewinnen oder auch nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange tschüss und bis dann.